diese beiden. Glückwunsch, Herr. Schönen guten Abend. Ich darf Sie nach dem 2:0 gegen den FC Arsenal ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz hier im BVB-Stadion in Dortmund begrüßen. Ich möchte zunächst einmal ein großes Dankeschön der Mannschaft übermitteln an die Fans. Was die heute abgerissen haben hier im Stadion, war einfach unfassbar. Wieder einmal ganz tolle Stimmung. Herzliches Dankeschön. Und Ihre Fragen an Jürgen Klopp kommen jetzt gleich bestimmt. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen, dann sind wir schnell bei Ihnen. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference after this Champions League game 2-0 for Dortmund. A special thanks to the squad and to our fans who supported us very well. From the squad to our fans. From the squad to our fans. Ich möchte ja nicht Korinthen kacken. If you show us your hand, we'll bring the microphone over as soon as possible. We need to see your hands. Patrick Brandenburg in der vierten Reihe, bitteschön. Klopp, bei dem Tor von Ciro Immobile war es von der Tribüne nicht ganz so gut zu sehen. Er hat sich ja so mit einem Bein, mit dem einen Fuß selbst angeschossen. In der Vorbereitung, meine ich, hat er auch schon mal ein Tor gemacht auf ähnliche Art und Weise, wo er auch sich ein bisschen angeschossen hat. Deswegen vermute ich mal, es war ein Trick und nicht Zufall. Können Sie uns da aufklären? Ja, es war ein Trick. Er legt mit dem rechten am linken Fuß. In dem Moment machen beide Verteidiger den Schritt in die dann falsche Richtung. Er nimmt weiter mit. Ich dachte erst, es wäre ein Pressball gewesen, aber ich habe es eben im Fernsehen gesehen. War eindeutig gewollt. Ich war selber überrascht, aber das war cool. Ja. Mr. Klopp, we couldn't see the goal of Ciro Immobile too good. But was that a trick? He scored one of these goals in the preparation already. Was it a trick? Yes, it was a trick. He put it from the right foot to the left foot. Then the two defenders went to the wrong direction. Very well. Any further questions? Der Herr in der ersten Reihe, bitte. Hi. Do you think 2-0 flattered Arsenal? Was heißt denn flattert? It should have been more goals. Oh, that's the reason why I don't know this word. Nein. Also das ist gar nicht wichtig. Wir haben noch Möglichkeiten gehabt. Pierre-Emerick, ganz tolle Situation gehabt. Mkhitaryan, ganz tolle Situation gehabt. Und dann hat eben der Torwart Chesney sehr gut reagiert oder wir haben sie nicht reingeschossen, aber das ist nicht wichtig. 2-0 ist ein perfektes Ergebnis für uns und waren einfach stark und unangenehm heute Abend, muss man wirklich sagen. No, that's not too important. I mean, we had a couple of other possibilities. Mickey could have scored, Aubameyang could have scored, but then it was the great reaction of Chesney. But no, the result is perfect for us. 2-0 is perfect for us. We were a very strong opponent today. Bitteschön. I remember last season at the Emirates, you made the point afterwards about how your team had run so much further than Arsenal. It was exactly the same tonight. I think it's 11 kilometers more. Does that kind of thing surprise you, or did you come to expect that now? Also wir vergleichen unsere Laufleistung nicht mit der Laufleistung der Gegner. Deswegen, meistens kenne ich die vom Gegner gar nicht. Heute kenne ich noch nicht mal unsere. Aber was wir heute sein wollten, war, habe ich den Kollegen vom Fernsehen eben schon ein paar Mal gesagt, wir wollten eine Pressing- und eine Gegenpressing-Maschine auf den Platz stellen. Das heißt, wir wollten in jeder Situation mutig Zweikämpfe suchen und eben auch bereit sein, sie zu verlieren. Und wenn man dann in der Formation kompakt genug dazu schieben, dann hat man immer die Möglichkeit, den Ball zu schnappen und dann haben wir großes Tempo in unserem Spiel. Das haben wir auch toll genutzt, unser Tempo, die Räume haben wir gut genutzt und viele Momente gehabt, die dann irgendwie auch nicht mehr zu verteidigen sind, wenn du so einen Ball dir schnappst und ihn dann mit einem Kontakt nach vorne spielst und da schon wieder jemand unterwegs ist. Das ist wirklich schwer zu verteidigen und das hat den Gegner sicher beeindruckt heute. Und dementsprechend kam dann Arsenal nicht zu ihrem Spiel, und haben bisher sehr stark gespielt in der Saison. Ich habe alle Spiele gesehen, das sah wirklich gut aus. Aber wir haben sie heute
sehr gut verteidigt und daraus resultieren dann eben auch tolle Möglichkeiten für uns kreiert. Und es geht nur über Laufleistung übrigens. Well, actually, we don't compare how much we run with how much the other team runs. I don't even know how much they ran today or how much we ran. What we really wanted to be is a pressing machine. We wanted to press whenever possible. And counter-pressing. And counter-pressing. We wanted to very important. Get the ball whenever possible. And then when you get this ball, it's... And we play very quickly, then it's actually very hard to defend. It's just one pass to the front, and then sometimes you simply cannot defend this. But I have seen Arsenal for the last four games this season, and they played very strong. But today we simply didn't let them impose their game, and this actually is only possible when you run a lot. Oliver Müller, bitte, für die Welt. Mal eine Frage auch zu Ciro Immobile, aber jetzt nicht nur zum Tor, sondern auch zu seiner Laufleistung, zu seiner Teilnahme an diesem Pressing. Er sagte ja selber, dass er das erst lernen musste. Dafür hat er in letzter Zeit, glaube ich, irgendwie besonders viel gelernt. Wie siehst du ihn in seiner Entwicklung? Ist er jetzt schon so weit, dass er das vollkommen adaptiert hat, dieses spezielle Dortmunder Spiel, von dem er ja auch immer spricht? Nee, ist erstmal so, das ist die undankbarste Zeit für einen Stürmer-Neuzugang, die Borussia Dortmund gerade durchlebt, weil wir einfach kaum Möglichkeiten haben, uns gemeinsam zu trainieren, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder sind viele verletzt oder bei Nationalmannschaften. Und das ist für einen Neuzugang immer schwierig. Das gilt für Adrian Ramos, das am schlimmsten erwischt hat Song Mong-Chi, weil der gar nicht trainieren kann. Aber das gegen den Ball ist natürlich dramatisch leichter zu erlernen, ist ja keine Frage. Das ist so, dass er von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist und wirkte total befreit, ich weiß nicht genau. Also vorher hat er sicherlich sehr viel Druck gemacht, wir versuchen ihn dem immer zu nehmen, das ist aber nicht so leicht. Und als er zurückkam, war alles gut, entweder war es das Tor in der Nationalmannschaft oder sonst irgendwas. Dementsprechend überrascht mich nicht, dass er einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, den hat er auch im Training gemacht. Aber heute, was Ober und Giro zusammen da vorne abgerissen haben im Verbund, den Aufbau von Koscielny und Mertesacker zu erschweren, idealerweise zu unterbinden, darüber hinaus noch Arteta, Wilshere, wen auch immer, wer da gerade war, auch noch ein bisschen zu jagen, das hat zu vielen Fehlpässe mit dem Gegner geführt, weil der Druck von hinten auch nochmal kam und deswegen ist das außergewöhnlich gut gewesen und der Schlüssel zum Sieg. Wenn die beiden da vorne nicht mitarbeiten, haben wir hinten dran, können wir schieben und stechen, wie wir wollen. Du kommst immer den Schritt zu spät und das haben sie heute ganz großartig gemacht. Neben den Toren war das herausragend. Well, actually, it's the hardest time for a striker to right now to get to Borussia Dortmund because there have been many national players. So with the national team, there are many injuries. The same applies to Adrian Ramos. It's quite hard now to enter the team. But yes, he learned. Of course, he learned our pressing. I think he suffered a lot of pressure that he got liberated from after he scored a goal for the national team, but so actually it was no surprise for me to see him that fit. But what he did together with Aubameyang today, especially when they did not let Per Mertesacker and Koscielny initiate the game, that was perfect. They also chased Arteta and Wilshere and made them provoked some errors of them, and I think that was the key to success today, because if the two don't work with us, if they don't press, we won't get far with the rest of the team pressing. The last two questions for tonight, please. Okay, I think Oliver Müller nochmal für die Welt. Dann hätte ich eine Frage, die jetzt nicht unbedingt mit dem Spiel was zu tun hat. Du wirst mitbekommen haben, dass ein ehemaliger Mannschaftskollege von dir in den Kreis der Bundesliga-Trainer vorgestoßen ist. Heute wird es wahrscheinlich nicht geklappt haben. Wirst du ihm gratulieren jetzt die kommenden Tage? Ich habe leider keine Nummer mehr von Joe Zinnbauer. Wir haben tatsächlich zusammen gespielt bei Mainz 05. Ich glaube, er war damals im aktuellen Sportstudio, weil er der jüngste Immobilienmakler im Profifußball war, wenn mich alles täuscht.
war der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der drei Handys hatte. Ich hatte doch gar keins und hat nebenher Immobilien gemacht. Jetzt haben wir lange keinen Kontakt mehr gehabt. Also ich habe jetzt gesehen, sieht gut aus und freut mich für ihn, dass er die Chance gekriegt hat. Aber ich weiß gar nicht, wann spielen wir in Hamburg? Dauert noch einen Moment, also, aber irgendwie werden wir ja Nummern austauschen können. Aber aktuell habe ich keine. Also falls irgendjemand mir die Nummer von Joe Zinner weisen kann, dann nehme ich sie gerne und dann würde ich mir auch persönlich gratulieren. Ansonsten, falls Joe noch Fernsehen guckt. Glückwunsch. This question concerns a former colleague of you who was a player at Mainz with you. Did you already congratulate him for becoming a Bundesliga trainer, manager? Well, actually, I don't have his number, so if anybody has his number, could give me his number, I would surely do that. I don't know when we are playing against Hamburg, but yeah, congratulations. Gibt es noch Fragen? Any further questions? It would be the last one, of course. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Thanks for joining us. We learned a lot about mobile phones, pressing and counter-pressing. Have a good trip back home. Okay. Bye-bye. Bitte. Tschüss.